Er ist ja dann in dieser Nacht auch gestorben, also am nächsten Morgen, zum Glück in meinen Armen. Doch sehr visionär zu hören, was er 3 Wochen vor seinem Tod in einem Podcast gesagt hat. Christian Rätsch war ja schon lange krank. Also, in Bezug auf dieses Magengeschwür, an dem er letztlich gestorben ist, kann ich wirklich nur Folgendes sagen. Ich habe es nicht gewusst und ich glaube auch, dass Christian nicht genau wusste, dass es Magengeschwür ist. Ich vermute, denn er hat nie irgendwas dazu gesagt. Er hat sich auch nie dazu geäußert. Und er hat auch seinem Hausarzt nichts dazu gesagt. Ich vermute einfach, dass es ihm wahnsinnig wichtig war, diesen Band 2 seiner Enzyklopädie zu Ende zu bringen. Und er hat schon ganz lange an Sodbrennen gelitten. Und desto länger das wurde, desto besorgter wurde ich ehrlich gesagt auch. Aber ich habe mich einfach sehr leicht von ihm beschwichtigen lassen. Denn er hat gesagt, ja, weißt du, das ist alles gar nicht so schlimm. Und dummerweise habe ich ihm das einfach geglaubt. Und ich habe nicht darauf insistiert und gesagt, ja, trotzdem, lass uns das mal untersuchen. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob er da irgendwie drauf eingegangen wäre, weil das ist jetzt einfach eine Fußnote. Christian hat unerbittlich seine eigenen Ziele und seine eigenen Anliegen verfolgt. Das musste er auch, weil sonst wäre ihm das alles gar nicht möglich gewesen. Aber genauso unerbittlich war er in Dingen, die er nicht unbedingt mitteilen wollte. Der hatte da schon seine Privatsphäre, die ich auch immer total berücksichtigt habe. Und das haben wir gegenseitig bei uns berücksichtigt. Und das ist auch eines der Geheimnisse gewesen, warum wir so unglaublich gut zusammenleben konnten. Also zurück zu dem Magengeschwür. Also ich vermute mal, dass er schon wusste, da ist irgendwas. Und dass er vielleicht auch vermutet hat, oh, vielleicht ist das sogar irgendein Krebs. Aber das war in der Zeit von Corona. Wenn er jetzt ins Krankenhaus gegangen wäre, ich hätte ihn dann nicht besuchen können. Und er hätte nicht an dieser Enzyklopädie arbeiten können. Noch 3 Monate, bevor die dann wirklich in den Druck ging, waren noch letzte Korrekturen an den Druckfahnen zu machen und Bildunterschriften und Fotos, die verwechselt worden waren und so weiter. Da gab es also wirklich lange Zeit immer und immer wieder was daran zu tun. Und ich glaube einfach, dass er dachte, was auch immer das ist, ich konzentriere mich jetzt einfach auf diese Enzyklopädie. Das ist mein Lebenswerk. Das will ich vollenden. Und dann soll passieren, was passiert. Und das ist ja auch wirklich so gewesen. Er ist am Tag, also in der Nacht, sagen wir mal so, ist in der folgenden Nacht, nachdem er seine Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen Band 2 vorgestellt hat, seine Rede gehalten hat, am Morgen hat er noch 3 Riesenkartons mit bestellten Büchern signiert, die eben mit Signatur bestellt worden waren. Und dann haben wir uns auf eine lange Zugreise gemacht, um zu unserem letzten Punkt zu kommen, einem Seminarhaus, wo viele parallele Seminare stattfanden und wo wir eben ein Wochenendseminar hatten, von Freitag bis Sonntag. Da mussten wir dann 7-mal umsteigen und erst währenddessen ist deutlich geworden, da ist irgendwas. Und er ist ja dann in dieser Nacht auch gestorben, also am nächsten Morgen, zum Glück in meinen Armen. Zum Glück war ich dabei und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es uns vergönnt war, so viele Jahrzehnte miteinander zu sein und miteinander zu leben und zu forschen und dass wir uns überhaupt gefunden haben. Also das ist schon sehr speziell, weil wir sind doch irgendwie beide sehr spezielle Leute mit sehr eigenartigen Vorlieben und Wünschen und Talenten und so weiter. Also insofern, das hat er mit sich selbst ausgemacht und da hat er auch niemanden in sich reinblicken lassen und Therapien und all das hat ihn gar nicht interessiert. Christian war da sehr eigen.
Und auch das muss man respektieren. Und insofern ist es vielleicht doch sehr visionär zu hören, was er 3 Wochen vor seinem Tod in einem Podcast gesagt hat. Im Augenblick totaler Muße ist man im Hier und Jetzt. Dieser Augenblick ist unendlich. Die Teilhaftigkeit an der Unsterblichkeit. Und wenn man das erlebte, diesen Augenblick der Unsterblichkeit, dann kann man auch beruhigter sterben. Und das beruhigt die Hektik und Panik, die lebensschädigend ist. Das sind doch unglaublich visionäre Worte. Also es hat mich sehr tief berührt. Und das sind Worte, die auch uns sicherlich helfen und inspirieren, weil wir gönnen uns einfach kaum Muße. Und wenn man erlebt hat, wie Christian sich wirklich unglaublich hingebungsvoll in das versenkt hat, was er getan hat. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier ein Foto zeigen von ihm, während er da sitzt und malt. Er hat ja sehr viele Bilder gemalt. Und das war so die typische Haltung. Dann war er wirklich absolut im Hier und Jetzt. Dann ist er wirklich mit dieser Farbe im Pinsel ins Papier geflossen und hat ganz sachte und gemächlich und konzentriert seine komplexen Visionen vollendet und verwirklicht. Davon kann ich auch ein paar zeigen, die jetzt auch mit seiner Forschung ganz intensiv zusammenhängen. Denn das hat ihm ermöglicht, den Gegenstand, der ihn interessierte und den er studierte, auch wirklich zu durchdringen, auch eben mit Hilfe der Fantasie. Und das ist zum Beispiel hier ein ganz wichtiges, ganz zentrales Bild. Ist ja unglaublich viel zu sehen. Das sind so die ganz typischen Kompositionen von Christian. Meistens sind sie zentral symmetrisch und sie sind zwar gegenständlich, aber doch sehr ornamental und bilden eine Einheit, die aus einer komplexen Symbolik zusammengesetzt ist. Was man dort sieht, muss es gerade noch mal selbst betrachten. Ja, was man dort sieht, ist eigentlich das mythische Weltbild der Lacandonen. Diese Nachthyazinthe, die aus diesem Topf aufsteht, das ist die Vorstellung der Lacandonen, dass daraus die Menschheit entstanden ist, aus diesem Duft dieser Blüte, die nachts ihren unglaublichen Duft entfaltet. Also das ist jetzt einfach ein Bruchteil von dieser ganzen Mythologie. Und verschiedene Gegenstände, die für die Lacandonen wichtig waren und in deren äußerer alltäglicher Welt eine große Rolle gespielt hat, hat er da alle vereint. Und dadurch hat er selbst sehr tief auch das verstanden und durchdrungen, was er erforscht hat. Und so hat er es eigentlich immer gemacht. Ein anderes Beispiel. Also, das ist jetzt zwar ein kleineres Bild, aber es ist auch ein wichtiges Bild. Auch die germanische Mythologie hat ihn ja total beschäftigt und Wotans wilde Jagd hat er da dargestellt. Dieser Gott, der eben auch ein Schamane war, das ist eben nicht der Kriegsgott, so wie das hier gerne verstanden wird, sondern das war ein visionärer, schamanisch geprägter Wanderer zwischen den verschiedenen Welten, der mit seinem Speer dafür gesorgt hat, dass sich diese Welten untereinander vertragen. Deswegen hat er mit diesem Speer Verträge geschmiedet. Verträge kommt von sich vertragen.
Und also mit dieser germanischen Mythologie hat er sich ja schon als Kind ganz intensiv beschäftigt. Und Bilder wie diese sind in diesem Buch Seelenlandschaften von mir ausgewählt worden. Denn so 2 Jahre vor seinem 60. Geburtstag hatte ich irgendwie das innere Bedürfnis, dass ich seine Aquarelle gerne publizieren wollte. Das war ein ganz tiefer Wunsch, den er hatte. Aber darum hätte er sich selbst nie gekümmert. Und als Kunsthistorikerin war das natürlich eine gute Aufgabe für mich. Damals habe ich gedacht, naja, ist jetzt vermessen, eine Festschrift für jemanden zu schreiben, der 60 ist. Das macht man sonst für 70- und 80-Jährige. Aber zum Glück habe ich es gemacht. Und zum Glück habe ich dadurch so 60 Bilder habe ich ausgewählt, von den Anfängen bis zum Schluss. Und die habe ich dann auch kommentiert und erläutert. Und wie man sieht, kann man das im Nachtschattenverlag bekommen. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, in diese Welt von Christian Rietsch einzutauchen, indem man einfach sich diese Bilder anschaut und dadurch auch erkennt, welche unglaubliche Hingabe und Konzentration notwendig ist, um diese einzelnen Bilder so wirklich zu schaffen. Und das ist vor allem für uns heute natürlich unglaublich wichtig und wirklich auch ein sehr wichtiger Hinweis, weil wir wischen ja unsere ganze Lebenszeit an diesen Handys weg. Wenn wir uns mal überlegen, was in dieser sekundenartigen Überflutung von Tausenden von Partikeln von Informationen letzten Endes wirklich in unserem Gedächtnisspeicher landet und dort uns hilft, unsere Welt und uns selbst besser zu verstehen, dann müssen wir doch eigentlich sagen, dass davon praktisch nichts landen wird, weil Bruchteile von Sekunden und schon ist es weg. Und es hat keinen Fettfleck und kein Eselsohr und riecht nicht und fühlt sich nicht an und ist nicht hörbar, sondern es ist alles dieselben Buchstaben in irgendwelchen unendlichen Bahnen von elektronischen Informationen. Und also wirklich, wenn wir tatsächlich Sinn und Lebensglück erfahren wollen und wenn wir eine innere Zufriedenheit haben wollen. Und wenn wir das beherzigen, was das Vermächtnis von Christians Vater war, nämlich liebe das Leben, dann können wir das nur damit bewerkstelligen, indem wir uns überhaupt für irgendwas interessieren. Und wenn wir uns für etwas interessieren, dass wir uns da total drauf konzentrieren. Und das bedeutet natürlich auch, Dinge abzuschalten und auszuschalten und auszublenden für eine gewisse Zeit, die sonst so in diesem Raum der tausend Möglichkeiten da wäre. Also da gehört schon auch der Mut dazu, sich zu entscheiden. Und diesen Mut zur Entscheidung, den hatte Christian. Und das ist eine seiner ganz wichtigen Talente und Fähigkeiten gewesen, sich einfach wirklich klar und knallhart und wirklich definitiv zu entscheiden. Und wenn er etwas entschieden hatte, dann war es entschieden. Und dann hat er darüber nicht weiter nachgedacht und sich überlegt, ja, wenn und hätte und vielleicht und wäre alles vergeudete Energie. Also Christian hat seine Energie kein bisschen vergeudet, wie sein kleiner Bruder gesagt hat, als wir dann am 11.11.2022, ist ja auch eine interessante Zahl, die hat sich einfach so ergeben, da haben wir sein Leben und sein Wirken gefeiert. Das war also keine Totenfeier oder keine Trauerfeier, sondern das war eine Feier zu Ehren von Christian. Und das haben auch alle so empfunden und das war auch wirklich wunderbar und auch sehr notwendig. Da haben drei Menschen eine Rede gehalten, das waren seine beiden Brüder und ich. Und sein kleiner Bruder hat ganz treffend gesagt, Christian mag vielleicht früh gestorben sein, aber in seinem kurzen Leben war mehr Leben drin als im langen Leben von anderen. Und das stimmt absolut, weil er hat wirklich mutig
ganz viele Herausforderungen gemeistert. Er hat sich wirklich unglaublich eingesetzt für das, was ihm wichtig war. Und er hatte eine unglaublich überzeugende Art, andere Menschen zu begeistern durch seine wunderbar ruhige, tiefe Stimme und durch seine einfach besondere Art. Weil diese besondere Art hatte einfach diese Quelle der Ruhe und der Konzentration, eben dieser totalen Muße, wo man im Augenblick des Hier und Jetzt ist. Und ich denke, das ist eigentlich auch ein gutes Wort, was ich gerne weiter in die Welt tragen will. Und wer sich jetzt interessiert dafür, was ich so mache, dann ist es das. Ich spinne einfach die Fäden, die wir gemeinsam in unserem Leben gesponnen haben, die spinne ich einfach weiter. Und also es würde mich doch sehr freuen, wenn Menschen, die vorher zu Christian und zu mir gekommen sind oder die sich für Christians Arbeit interessiert haben oder die diesem berühmten Rätsch endlich mal persönlich begegnen wollten, wenn die sich dazu aufraffen, zu einem dieser vielen Seminare und Veranstaltungen und Vorträge und YouTubes und Zooms und so weiter zu gehen, die ich zu unseren gemeinsamen Themen anbiete, denn diesen Geist von Christian, seinen Humor und seine unvergleichliche Art in irgendeiner Form lebendig zu halten, die kann ich natürlich nicht kopieren. Ich bin ja nicht Christian. Christian ist derjenige, der so war. Ich beschreibe ja ihn. Aber wir haben uns einfach unglaublich gut ergänzt und wir haben uns gegenseitig bereichert und inspiriert. Und in dieser gemeinsamen Arbeit übernehme ich einfach weiter den Part, den ich immer übernommen habe. Und das ist mir wichtig. Das hält mich am Leben. Und das ist, wie mir jetzt gerade eine Teilnehmerin netterweise mailte, das ist mentales Soul Food. Und das, finde ich, ist eine unglaublich geniale Beschreibung von dem, was uns wichtig war. Wirklich Futter für die Seele, Futter für den Geist, Futter für eine fröhliche Wissenschaft und Futter für die Lebensbegeisterung, die wir miteinander teilen, die wir gemeinsam entzünden, entfachen und weiterbringen. Weil dann sind wir nicht ausgeliefert diesen ganzen Entsetzen und diesen ganzen schrecklichen Informationen und diesen Bestrebungen, die Welt in Pro und Contra aufzuteilen und alles irgendwie zu spalten und so weiter. Wisst ihr, wir haben als Menschheit überlebt, also wir als Angehörige des Homo sapiens, wir haben überlebt, weil wir uns gegenseitig unterstützt haben, weil wir uns gegenseitig inspiriert und bereichert haben. Nicht, weil wir uns gegenseitig ausgerottet haben. Das ist ein ganz gefährlicher Fokus. Und man braucht nur einfach ein bisschen den Fokus zu ändern und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und das ist sehr viel hilfreicher. Dankeschön Ja. für Ihre Erzählung. Sehr interessant. Und konntet ihr damals überhaupt gut durch die Hamburg spazieren mit Christian oder wurdet ihr an jeder Ecke angehalten? Also, das war ehrlich gesagt ganz süß. Die nach dieser Sendung mit Raab ist das natürlich unglaublich viel mehr gewesen. Also kaum war es möglich, irgendwo in der Gegend rumzulaufen, ohne dass irgendjemand kam und sagte: Mensch, du bist doch dieser Rätsch, habe ich dich nicht mal abgesehen. Aber die haben das eigentlich meistens doch sehr respektvoll und nett gemacht. Und also Christian hat sich dadurch in keinster Weise belästigt gefühlt und ich mich auch nicht. Und er hat gerne dann Selfies machen lassen und so weiter. Und er hat sich darüber auch sehr gefreut. Und das ist natürlich auch eine Bestätigung von seiner Arbeit gewesen. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie es jetzt zu dieser Sendung, zu dieser ersten Einladung zu Raab gekommen ist. Also es gab ja immer wieder Sender, irgendwelche Formate, die angefragt haben, ob Christian da zu dieser Talkshow oder in dieses Programm kommen könnte. Und Christian hat das schon sehr bedachtsam ausgewählt. Also ihm war schon wichtig, zu wissen, wo er da auftaucht.
Und diese Raab-TV Total hatten wir beide niemals gesehen. Wir wussten einfach überhaupt gar nicht, was das ist. Und andere, als Christian das erzählte, sagten zum Beispiel, ich glaube, sein kleiner Bruder: Ja, mach das mal, das ist interessant, das wirst du schon gut hinkriegen. Und so war es ja dann auch. Ja, Und das war so. das war wirklich, also als ich das gesehen habe, war ich auch wirklich ganz stolz auf meinen Mann. Also das fand ich wirklich klasse. Er war ja zweimal dort. Er war sogar dreimal Dreimal. dort. Ja, genau. Und man munkelt, und Raab hat das auch nicht dementiert, dass er letzten Endes diese Sendung beendet hat, weil Christian halt etwas gemacht hat, was sonst offensichtlich, ich weiß es nicht, kann sich beurteilen, kaum gelungen ist. Dass nicht der Raab die Leute verarscht hat oder irgendwie vom Sockel gerissen, sondern dass Christian eben ihm doch sehr deutlich Paroli bieten konnte. Der hat die Führung übernommen in dieser Sendung auf Genau, jeden Fall. ja, das fand ich auch wirklich sehr beeindruckend. Also ich glaube, wo er antwortet nach Geburtsschmerz meiner Mutter, da Ja. war schon allen klar, ne? Ja. Es war, ja, das konnte Christian sehr meisterhaft. Mit seinem wirklich tiefgründigen Humor, seiner feinen Ironie, die nie verletzend war, einfach etwas sagen, was denjenigen, die die Frage gestellt hatten, plötzlich klar gemacht hat: Ups, das war die falsche Frage. Oder: Oh ja, stimmt. So habe ich das noch nie gesehen. Das ist ja eine interessante Perspektive. Und vielen ist dabei auch klar geworden, dass sie auf diese äußere Gestalt einfach reingefallen sind. Da gab es mal eine ganz nette Anekdote, als er, das ist ja schon ganz am Anfang gewesen, Anfang der 80er Jahre, als wir dann wirklich zusammenkamen, da hatte er dann seinen neuen Pass abgeholt, weil wenn man dann seinen Doktortitel hat, dann muss der eingetragen werden. Das ist eine Namensänderung. Und dann hat er also diesen Pass abgeholt, und dann hat dieser Mensch da in in dieser Behörde, ein junger Mann, hat ihm dann so den Pass überreicht und hat gesagt, ganz anerkennt: Mensch, ein Doktor mit Mathe ist mir ja noch nie begegnet. Und diese Verblüffung darüber, dass jemand so aussehen kann, wie so ein typischer Heavy Metal, Happy Metal ist auch nicht schlecht, oder Hippie-Vertreter, aber dass dahinter keine eindimensionale Persönlichkeit verborgen ist, sondern dass da doch ein ziemliches Hirn sitzt, das hat viele enttäuscht im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit ist ihnen klar geworden, mit welchen Klischees sie in der Weltgeschichte umherlaufen. Und das war auch für die dann ein Erweckungserlebnis. Und solche Momente, die haben mich immer total begeistert. Das hat ja auch bei TV total bewiesen. Genau, Ne? ja. Ich erinnere mich gerade an eine Frage aus der Community. Da hat jemand gefragt, kannst du bitte Frau Müller-Eberling fragen, ob sie von Christian träumt, ob er in ihren Träumen vorkommt? Ja, also diese Frage nach den Träumen, die ist interessant, weil in der Tat begegnet er mir praktisch nie in den Träumen. Manches Mal habe ich mir das dann gewünscht und gedacht, oh, ich möchte ihm jetzt heute Nacht wirklich gerne begegnen. Und dann ist er mir auch begegnet. Also es war zweimal der Fall, und da ist er mir dann auch ganz lebendig begegnet. Aber ansonsten ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass er seinen Platz gefunden hat, dass er da nicht orientierungslos umherirrt, sondern dass er einfach dort ist und ich hier, dass trotzdem uns einen Faden verbindet, eine ganz intensive Nabelschnur in gewisser Weise, die auch ewig sein wird, egal was passiert.
Aber dass er einfach schon immer wusste, wo er ist und wer er ist. Und das ist auch im Jenseits so. Also in Nepal konnte ich ja in diesem Jahr im März und im April sein. Da habe ich 2 einwöchige Seminare mit interessierten Menschen organisiert und bin dann natürlich auch unserer Familie, da bin ich natürlich aufgenommen worden, habe ich gewohnt und so weiter und bin all den Menschen begegnet, die für uns wichtig sind in Nepal. Und immer wieder haben mir Leute gesagt, du, das ist ein gutes Zeichen, weil Christian ist gut aufgehoben, du musst dich um ihn nicht sorgen. Und er belästigt niemanden, weil er ruhelos umherschweift. Und das muss ich bestätigen, das ist so. Da bin ich mir auch total sicher. Und die Art und Weise, wie er gelebt hat und auch die Art und Weise, wie er gestorben hat, wie er gestorben ist, bestätigt das einfach total. Dankeschön für Ihre Zeit. Ja, Ich habe okay. das damals auch zu Christian gesagt. Ja. Bitte ein Schlusswort an die Zuschauer. Also eigentlich habe ich eine ganze Menge Schlussworte schon gesagt, dass es darauf ankommt, das Leben zu lieben und sich darüber bewusst zu sein, dass man lebt und seine eigenen Perlen an die Oberfläche zu holen und mutig die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Das ist das Einzige, was wir machen können und das ist wunderbar. Sonst, ja, sonst verwelkt die Blüte, bevor sie überhaupt erblüht ist. Und das wäre ja schade. Also den Mut kann ich einfach jedem machen. Und das ist ja auch der Mut, den Christian jedem vermittelt hat. Und das fällt mir nicht schwer, diesen Mut auch weiter zu vermitteln und zu stärken. Dankeschön. Danke sehr für Ihre sehr bereichernden Informationen. Ja, Ich danke. wünsche alles Gute Ja, vielen Dank. und viel Erfolg und Ja, viel wunderbar. Kraft. Ja, danke schön. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Also, als jetzt am 17.09. sich dieser Todestag zum ersten Mal jährte, also das war, als ob irgendwie so eine, ja, als ob da irgendwie so eine Tür in so eine andere Zeit plötzlich aufgeht, die mich so ganz vehement in das Jahr davor reißt, weil ich war auch die Tage davor und danach genau an denselben Orten, an denen ich das letzte Mal war, im letzten Jahr mit ihm noch. Und also das war dann schon echt sehr heftig. Also diese Emotionen sind dann doch sehr gewaltig durch mein Gebälk irgendwie gegeistert. Also ansonsten gelingt es mir eigentlich ganz gut, mich auf das zu konzentrieren, worum es geht und mein Leben zu meistern und alles zu bewältigen. Aber manchmal ist es einfach so, dass natürlich dieser unglaubliche Verlust, es ist ja wie so eine Amputation. Ja. Und dass einem das einfach total überfällt. Und ja, dann ist es halt so. Man muss sich ja nicht die ganze Zeit kontrollieren.